Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Black Flag. Wir sind immer noch auf der Suche nach den Assassinenschlüsseln und hier beginnt unsere neue Mission. Ihr seid Rona, stimmt's? Kenway, ihr sucht nach Ärger, schätze ich. Ei. Immer noch so charmant wie früher. Immer noch so aufdringlich wie ein Furunkel. Was wollt ihr von mir? Ich möchte euch warnen. Euer Leben ist in Gefahr. Welch helles Köpfchen ihr doch seid. Wie kamt ihr zu diesem Geistesblitz? Womöglich habe ich einem dieser Templerknaben, die ihr so gern habt, ein sehr sensibles Dokument überlassen. Herzlichen Glückwunsch. Eure Mission war erfolgreich. Kann ich es wieder gut machen? Seid ihr nüchtern genug für eine Zielübung? Was tut man nicht für eine Lady? Helft mir gegen diese Männer! Jetzt. Entschuldigt. Einmal hin und her. So. Ach, sie kommen von der Linken. Mhm. Was? Disparadle por el flanco! Jetzt habe ich auch noch sie gelegt. So. Ich habe mehr als genug Pulver, um sie auszuschalten. Was? Stellt ein Fass auf, wo sie es nicht erwarten. Vermutlich hier. Legt eine Falle mit Pulverfässern. Wenn nicht nötig. Um den kümmere ich mich. Feuert auf dieses Pulverfass. Ich hatte leider keine Pistolen ausgewählt. Hey. Hab ich. Sie kommen von der Linken. Schießt auf das Pulverfass! Rápido, que no se escabulla. Traje duro. Ich mach das hier lieber auf die sichere Variante. Nicht, dass die gute Dame noch irgendwas abkriegt. Überrascht sie mit einem Pulverfass. Okay. Überrascht sie mit einem Pulverfass. Mach ich, Chefin. Müsste die letzte Runde sein. Ziehe nicht auf dasselbe. Getroffen. Wartet, Milady, ich komme. Lass sie in Ruhe. Alter, was ein Schlachtfest, ey. Diese Rauchbomben sind so stark. Alles klar. Und? Ist das euer neues Ich? Sir Edward von Havanna rettet eine Maid in Not. Passt es denn zu mir, Fräulein? Besser als eure alte Persönlichkeit. Fürwahr, Edward, warum seid ihr hier? Tja, da ist ein Schlüssel. Vermutlich in der Tasche eures Templerverehrers. Ich brauche ihn. Wirklich? Und warum behalte ich ihn nicht einfach selbst? Rona... Ich weiß, dass ihr gern Männerstiefel tragt, doch was dieser Schlüssel öffnet, passt euch nicht. Ich sag euch was. Fällt mir eine Aufgabe ein, die die Hilfe eines besonders einfältigen Kerls erfordert, lasse ich euch rufen.
2. Ein Dieb auf dem Markt. Habt ihr über mein Angebot nachgedacht, Rona? In den 10 Sekunden? Ja, da ich unpässlich bin und da mein Pflichtgefühl stärker wiegt als mein Stolz, gibt es da ein Problem, das ihr untersuchen könntet. Fahrt fort. Und ich sagte, untersucht ein Problem, nicht schafft eines. Ja, Mama. Worum geht es? Eine Häufung von Raub und Missgunst. Es kann kein Zufall sein, dass dies gleichzeitig mit den anderen Angriffen begann. Seht, was ihr in der Nähe des Marktes herausfindet. Ein aufdringliches Furunkel wie ich? Seid ihr sicher? Ich enttäusche euch nicht. Es dürfte schwer sein, noch enttäuschter zu werden als jetzt. So, wir wollen zum Marktplatz. Schauen wir mal, was wir da so machen können. In der Stadt ist noch so viel zu tun. Sammeltechnisch. Bitte was? Wie geil war der Move denn? Es war nicht beabsichtigt. Auf einmal rennt der da durchs Schlafzimmer. Was wäre, wenn da einer drin gelegen hätte? Wie so ein Schock fürs Leben. Rollt da so einer durchs Bild. So. Mein Gott, ist der Markt aber weit weg, ey. Nehmen wir mal die Leiter da drüben, wa? Da ist sie. Den Taschen empfangen und plündern. Ach, leck mich am Arsch. Ich war zu weit weg. Ich hätte den Marktplatz erst erreichen sollen und dann versuchen. Últimamente los rateros se arremolinan como mosquitos. Y su picadura va directo. ¡Acérquese! ¡Tengo! ¡Eh! ¡Al ladrón! Estoy dispuesto a rebajar el precio de todo el. War nicht so schwer. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht. ¡Oferta! ¡Me lo quitan de las manos! So. Wo müssen wir hin? Und wieder nach ganz unten. Wir nehmen eine Schnellreise. Die Stadt ist so riesig. Halt. Kurz markieren. Ist das die komische Kirche? Nee. Ich bin von, auf dem Weg zu dem Templer habe ich noch einen Synchronisationspunkt auf den Dom gemacht, ja. Da hinten. Und der springt einfach gerade runter. Aber nicht in Heubeilen. Auf dem Boden. Man hat es überlebt, ohne Schaden zu kriegen. Was habt ihr erfahren? Ich habe einen Taschendieb erwischt. Er hatte eine Karte. Irgendwas mit Lagerhäusern und Schwarzpulver. Ich habe auch nachgeforscht. Eines ist offenbar. Dieser Templerschuft leitet die ganze Operation. Hillary Flint. Der Name stand auch auf der Karte. Mit Taschendieben finanziert er ein Wettrüsten. Gegen wen? Mich. Und er gewinnt vermutlich. Ja, doch mit der Karte können wir seine Waffenlager zerstören. Worauf warten wir? Cool. Die Pulverreserven in Brand stecken. Dann gucken wir mal. Was war das denn? Ich probiere es erstmal von oben.
Nur schnell weg hier. Adelante! Muss mal viel ruhiger werden. Stimmt denn nicht mit euch? Voll ausrasten. Irgendwo ein Steckbrief von mir rumgegangen gerade? Dass sie sofort wissen, dass ich das bin. Listo para abrir fuego. Was bitte? Pass mal auf, mein Freund. Ne? So. Wir schießen niemals daneben. Ich hab's geahnt. Was? Ich glaube, er hat geschossen. Scheiße. Da war ein Sniperich zu viel für mich. Mist. Und vielleicht ist über die Dächer nicht unbedingt das Beste. Irgendwas mit Bastardos. Was? Hör auf, nicht zu schießen, Mann. Ich hab dir doch nichts getan. Ich habe nur eure Pulverreserven und damit euren gesamten Vorteil vernichtet. Das kann ja wohl nicht so schlimm sein. Taucht hinter dieser Wand. Nein, hinter der nächsten. Wir müssen nur die Straße überqueren. Zack, Mission erfüllt. Rein und wieder raus, genauso wie es sein sollte. Ándale, ándale. Alto ahí. Prisa, no lo dejéis escapar. ¿Qué me la pides así? So. Also, los geht's. Soy toda una encantadora de serpientes. Son un engorro con tanto calor. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Ich finde das gut. So. Das ist jetzt mitten im Nichts, ne? Da ist ja gar nichts. Und wo bin ich? Ich bin da.
Schade, nicht mal in der Nähe von einem Synchronisationspunkt. Aber in der Nähe von einem, Artefakt, hätte ich fast gesagt. Von einem Fragment. Das können wir ruhig noch mitnehmen, denke ich, wenn wir sowieso schon hier sind. Was hast du dazu? Du stimmst mir zu. Das finde ich gut. Danke. Markiert, wa? Mhm. Nehmen wir den direkten Weg über die Dächer. Ja, geile Moves, aber immer in die falsche Richtung. Irgendwie falsch hier. Diese Stadt ist aber auch riesen. Ja, gut, ist Havanna, ne? Wäre schlimm, wenn sie klein wäre. Also übertrieben riesig. Aber wir kommen näher. Mhm. Und weiter geht's. Flints Ende. Edward, wir haben diesen Templerschuft Flint eines Großteils seiner Macht beraubt. Das Einzige, was noch zwischen euch und dem Schlüssel steht, ist Flint persönlich. Habt ihr schon eine Idee parat? Ich werde gegen ihn kämpfen. Und ihr kommt von hinten. Vorsichtig, und ihr kennt den Rest. Plötzlich so zimperlich, Rona. Bringt ihr es selbst nicht übers Herz? Das ist es nicht. Ihr sollt nur nicht denken, dass ich euch sage, was ihr tun sollt. Eure Verletzung muss zu einer Art Fieber geführt haben. Können wir jetzt gehen? Los. Ach, kann nicht schwer zu finden sein. Der dreiste Bastard. Er stolziert herum wie der Hahn im Korb. Gebt es zu, Ron. Tief in euch seht ihr diesen Hahn gern stolzieren. Vielleicht seht ihr euch gern in Daumenschrauben, wenn euch die Peitsche nicht reicht, Kenway. Am meisten vermisse ich die Fuchsjagd. Natürlich. Oder mag es jede Menge andere. Ich lenke ihn ab. Jo. Hey, Flint! Ha! Kein guter Schütze. Was, Flint? Wüsste ich, nachdem ich euch lange studiert habe. Wie viele Männer habt ihr denn diese Woche auf mich angesetzt, Flint? Was habt ihr erwartet? Dass ich persönlich komme? Ihr oh, so ist es recht, Flint. Weich zurück. Halt mir einen Platz, Flint. What the fuck? Sag nicht, dass du schon wieder auf deinen Kutter flüchtest. Un blanco claro. Listo para disparar. Okay, Verbündeter wurde getötet. Das ist jetzt aber nicht so gut. Kann ich nicht einfach. Hey, Flint! Ha! Kein guter Schütze. Was, Flint? Wüsste ich, nachdem ich euch so lange studiert habe. Dann geht ihr endlich zu, wie besetzt ihr von mir seid. Wie viele Männer habt ihr denn diese Woche angesetzt, Flint? Was habt ihr erwartet? Dass ich persönlich komme? Ihr überschätzt eure Bedeutung. Ihr seid ein Feind, Flint. Oh, seid nicht so zickig, Dinsmore. Oh,
erwischt. Ich wusste, dass es so enden würde. Jedoch dachte ich immer, unsere Rollen wären vertauscht. Ich würde glücklicher sterben, wenn ich wüsste, es gibt eine Assassinin weniger. Ich anjammer, dass wir niemals gemeinsam auf der rechten Seite gekämpft haben. Wollt, sie haben sich gemocht. Ihr zwei einen Moment allein sein? Nein. Es ist zu spät. Nimm ihn. Sein Charme ist verbraucht. Lassen wir die Erinnerung an ihn auf ewig ruhen. Lass mal stecken, Kinders. Ich bin da mal weg hier. Das sind nur Sniper, die jetzt alle mich suchen. So, Mission erledigt. Wir haben alle Templerschlüssel bzw. Assassinenaufgaben und damit begeben wir uns zurück nach Hause quasi. So. Rauchbombenbeule kann ich erstellen. Denn nee, die Hütte ist hier links, ne? Oben. Mein kleines Anwesen. Ja, so kann man, glaube ich, ganz gut wohnen. Lässt es sich aushalten. So. Aber wir sind immer noch nicht ganz eingezogen. Dann wollen wir mal. Und der letzte. Die Templerrüstung. Der Stolz der Templer, eine leichte und flexible Rüstung, die höheren Schutz von gegnerischen Angriffen bietet. Schick. Gefällt mir. Das in Kombination vielleicht mit dem schwarzen Mantel? Also hier habe ich gedacht, vielleicht sind hier die... Da, Havanna. Tatsache, man hätte das sogar so erkennen können. Hier waren die einzelnen Standorte drauf. Aber das ist mir eher so im Nachhinein eingefallen. Irgendwie ist es noch nicht ganz fertig. Ich habe es so ein bisschen manuell gesucht die ganze Zeit. 18.000. Ablehnen. Aber nicht den Schotter dafür herstellen. So. Was brauchen wir denn für den Pistolengürtel? Buckelwal.
Irgendwie ist es noch nicht ganz fertig. Nein, ach Mensch. Ich habe doch nicht den Schotter dafür. Aber wir kommen der Sache näher. So. Das. Ich bin gerade verwirrt. Wieso kann ich das nicht anziehen? Konnte man das auch nur unten in der Kajüte anziehen? War das so? Ich dachte, Klamotten konnte man immer wechseln. Was? Das war doch nicht tief. So, hier sind sie happy. Alle feiern, alle saufen sie. Ja, ja, so sind sie. Piraten. Saufen, fressen, vögeln. Und schon ist alles super. Setz Segel, Männer. Ich will noch gucken, ob wir irgendwie unten jetzt... den Mantel noch dazu anziehen können. Ausrüstung wechseln. Munition. Die Templer-Rüstung. Okay, schade. Der gehört nicht dazu. Okay, bleiben wir ein bisschen beim Templar-Set. War ja schwer genug, das Ding zu bekommen. Sieht außerdem echt cool aus. So, hier könnten wir nochmal ganz kurz rangehen. Ich möchte da nichts machen. Ich möchte da nur mal ganz kurz das Geld rausnehmen. Und gegebenenfalls ein paar Schiff verloren. Och Mensch. Ich bin minimal gefährlich, was ich da gemacht habe. Ah, ein Tisch. Eine Geige. Ein Bild. Noch ein Bild. Holzstatue des heiligen Andrianus. Mhm. Schrank haben wir gekriegt. Was sie auf den Reisen mal so alles mitbringen. Bestätigen. So. Leider keine Schatzkarten oder dergleichen. So. Hier nochmal gucken. Herstellen. Und zwar Buckelwal. Haut. Wir gucken mal nach dem Buckelwal. Aber das mache ich ohne euch, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Euer Midnight. Ciao.